Hallo, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, ja, mit unserer Mod und heute mal mit Facecam. In der Hoffnung, dass das alles so funktioniert. Und zwar dachte ich, versuchen wir mal eine Batterie noch zu finden in den Autos, weil dass wir uns ein mobiles Spotlight machen können. Und ich wollte mal gucken, was das hier ist. Das konnte ich craften. Das sind irgendwie so Animal Snares. Ich weiß nicht, ob das Fallen sind für die Tiere. Wir probieren es einfach mal aus. Ich lege die mal aus. Ja, ich habe schon mal eine Aufnahme gemacht. Leider gab es da Probleme beim Aufnehmen. Deswegen ist schon wieder ein Tag vergangen. Deswegen habe ich auch eine Pistole, die ich beim Zombie gefunden hatte, der die freundlicherweise fallen gelassen hatte für mich. Und was war das? Achso, ein Small Stone, ich dachte schon. Ich habe mal was auf der Karte markiert, das sah aus, als wäre es eine Mine. Des Weiteren habe ich eben noch mal ein paar Bolzen gemacht, aber aus Stahl. Dank unserem Forge. Geht das ja? Oh, hier ist Kohle, das nehme ich natürlich direkt mit. Und ich wollte jetzt erst, wie gesagt, bei der Mine mal vorbeischauen, dann mal schauen, ob wir irgendwo eine Batterie kriegen. Wäre ganz cool. Wegen dem mobilen Spotlight halt. In der Hoffnung, dass ich das einfach so craften kann. So, das war's. Okay, wir gehen jetzt erstmal diese Richtung gar nicht weit und es ist tatsächlich eine Mine. Pilze nehmen wir mit, Pilze sind immer gut. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so da runter möchte, weil ich nicht weiß, ob wir hier wieder so hochkommen unbedingt. Auf jeden Fall ist es schon mal eine Mine. Suchen wir uns mal den geeigneten Gang. Ja, hier ist genug Erz und so, das merken wir uns. Vorrangig, wie gesagt, wollte ich nach einer Batterie suchen gehen. Und oh, vielleicht treffen wir noch auf ein paar Zombies unterwegs. Wäre natürlich auch ganz nice. Also hier gibt es genug. Oh, muss man da aufpassen. Oh. Und dann schauen wir mal, ja, was so geht. So, jetzt müssen wir erst wieder zur Straße kommen. Könnte einen Moment dauern. Was mache ich denn da? Ist nicht gesund. Ich hätte nämlich keine Bandagen dabei. Ach, ich kann das nicht mehr so aufnehmen. Super. Das habe ich ja echt super hinbekommen. Ja, wir werden, glaube ich, mal eine Runde sterben. 32, 31. Wo sind die Karten? Ich krieg nur Sieht's raus. Alles klar, da kommt noch der Hund. Na super. Das war dann unser Ausflug. Oh Mann. Das nehme ich auch nicht die Pistole. Ich gucke auch noch den Hund an und denke, okay, ist das ein Hirsch? Was ist das? Natürlich haben wir jetzt nichts mehr. Das ist ja echt geil. Können wir jetzt gleich jetzt einfach erstmal hier. Puh. Können wir uns denn im Bogen machen? Crossbow. Wir brauchen Leder, haben wir nicht.
Können wir denn Leder machen überhaupt? Natürlich nicht. Wir haben das Rezept nicht. Okay. So, Bandage da, da. Kann ich noch eine Axt machen? Das wäre vielleicht ganz gut. Ja, Axt. Das lief ja echt Bombe. Kann ich damit hier die Spikes wegrotzen? Oh Mann, super Einstand. Super gelaufen. Naja, sterben gehört dazu. Sinnloserweise. Ich diesen scheiß Hund nicht angeguckt habe. Schon traurig, ehrlich. So, jetzt sind wir bewaffnet mit einem Messerchen und haben Bandagen dabei. Dann auf zum Rucksack. Ich wollte gerade, dass wir hier nicht einfach... Ach, hier. Ach, ich muss das mit dem Messer ab... Messer abschneiden. Okay. Alles klar. So. Ich sehe den Rucksack, ich sehe den Zombie. Wo ist der Hund? Da. So viel mit dem Ding. So. Aber effektiv gegen Hunde. Ich glaube, da ist noch so einen leichten Bug drin, weil er so schnell fuchtelt und macht. Die können wir wieder rein. Oh, lief ja super. Stein. Erstmal Kaffee in den Hals. Können wir besser ran. Und zur Straße. So, da sind doch schon Autos. Dann hoffen wir mal, dass wir Glück haben. Oh, Leder. Und eine Batterie. Super. Super, super. Benzin, Rohre. Wichtig ist das Leder. Rein theoretisch könnten wir doch jetzt und einen Crossbow machen, aber ich wollte eigentlich einen Ironbow machen. Ah, okay, da fehlt uns jetzt hier, aber das haben wir da zu Hause. Das liegt doch schon mal besser wie gedacht. So, wo waren wir denn schon? Ich würde sagen, wir gehen mal da hoch. Eieieiei. Was für Pfeile habe ich gerade ausgerüstet? Iron Crossbow, okay. Gut. Dann nächster Versuch. Ein Bär. War knapp.
Da können wir uns ein Messer rausmachen. In der Hoffnung, da mehr rauszuholen. Sieht echt gerade komisch aus, weil wir keinen Platz mehr haben. Das ist ja echt Wunder. So, wir brauchen nicht Scrap. Nein, brauchen wir erst gar nicht. Ist doch wieder aufgehoben, glaube ich. Wo ist es? Raus, raus. So. Weiter geht die wilde Fahrt. Dum-di-dum-di-dum. Hier waren wir schon mal. Ich glaube, wir waren es. Ach, hier oben ging es ja nicht mehr weiter, glaube ich. Deswegen sind wir umgedreht, oder doch? Naja. Da ist jedenfalls noch ein Auto. Erstmal umschauen. Und Radiator. Headlights. Nehmen wir mit. Scrappen. Probe auch nicht. Hat der scheiß Stein schon wieder aufgehoben. Ja, ja. Es läuft. Weit hochgelaufen? Tatsache. Der Leder ist schön. Mobile Spot. Wieso ist das hier nicht mehr aufgeführt? Muss ich dafür jetzt ernsthaft an der irgendeine Station ran? Für Repair Kit, da brauchen wir noch Duct Tape. Was können wir hier draus machen? Eine Feuerfalle. Cool. Das pisst mich jetzt gerade etwas an, muss ich sagen. Leder. Ja, Tanning Rack. Habe ich mal probiert, liegt bei uns zu Hause drin rum, kannst aber nichts mitmachen. Oh, auch noch so eine gute Batterie. Also irgendwie ist das jetzt gerade scheiße. Wir purchasen mal hier den Quality Joe. Dass wir noch bessere Qualität kriegen. Ich dachte so, komm, machen wir ein cooles Spotlight, aber ich vergesse alles, was mit der Mod. Dass alles ein bisschen anders da ist. Dann natürlich blöd gelaufen. Sind wir da lang? Ja, da sind wir auch schon lang. Ich glaube, von da kamen wir. Ich weiß nicht mehr genau. Ah, ärgert mich jetzt mit dem Spotlight. Eigentlich haben wir eh keinen Platz mehr. Könnten wir auch umdrehen und versuchen, das zu craften.
So, dann machen wir das jetzt auch gerade. Laufen wir straight away durch den Wald. Vielleicht kommen noch ein paar Zombies vorbei, ohne Hunde. Oh, hier ist ja echt Bärensaison. Gut, gleich haben wir jetzt einiges an der Hütte schon. So, 24 Pfeile. Oh, das ist gut. Da kann man nämlich dann Duct Tape draus machen. Direkt. Das ist gut. Okay, der Ausflug lohnt sich doch teilweise. So, nicht wundern wegen dem Chroma Key, der ist noch nicht also, der ist noch nicht ganz richtig eingestellt. Das heißt, ab und zu habt ihr da so wahrscheinlich ein paar Pixel. Das war jetzt so auf die Schnelle mal getestet. Nicht, dass ihr denkt, Alter, der Idiot kann nicht mal einen Chroma Key einstellen. Ja, wie gesagt, war halt unter Zeitdruck. Mehr oder weniger. Was wollte ich denn da lassen? Was brauchen wir denn gar nicht? Öl brauchen wir erstmal nicht. Weil Federn für Pfeile, obwohl, ach. Was soll's? Was soll der Geiz? Wir werden noch welche finden. Ein Schweinchen. Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge anfangen zu bauen, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Hütte ausbauen, umbauen, was auch immer bauen, Garten anlegen und so weiter. Also ich würde gerne das Zementrezept irgendwo finden, lernen, in dem Table da zum Beispiel. Dass wir dann anfangen können mit Zement zu arbeiten, Concrete oder was es auch immer hier so gibt. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon können. Kann ich das auch? Okay, gucken wir gleich mal nach. Erstmal sagen wir nach dem Kollegen hier hallo. Okay. So. Nee, Zement ging nur im Ofen. Concrete müsste es sein. Ne, können wir noch nicht. Concrete Mix. Okay. Dann werden wir das noch lernen müssen. Alles kein Problem. Ein Hühnchen. Hatte ich nicht. Ne, hatte ich nicht. So weit wollen wir gar nicht gelaufen, oder? Vielleicht kam es mir auch so vor, ich weiß es nicht. Okay. Müssten doch, da sind wir doch schon. Nichts verschwenden.
wenn wir nämlich gerade schon da sind. Brauchen wir in der Mine nicht sofort hinzugehen. Weil wir werden sehr viel Stein brauchen für den Concrete. Ich baue jetzt hier die ganze Zeit umsonst ab, oder was? Dann schmeiße ich lieber das Feld weg und nehme nochmal den Kohl auf. Ah, wenn man nicht aufpasst, habe ich wahrscheinlich eben die eine Ader umsonst abgebaut. Heute ist mein Tag, merke ich so. Was machen eigentlich die Fallen? Nichts. Gut, ich habe auch keine Ahnung, wie die funktionieren sollen. Wenn ich treffe ein Spike. Doch nicht. So, mal gucken, ob wir das oben lernen können mit dem Spotlight. Wir haben doch hier unsere Elektroabteilung. Ja, Mobile Spotlight. Ach, wir brauchen jetzt elektrische Kabel. Okay, die hat man vorher nicht gebraucht. Okay, Scrap Iron. Machen wir jetzt einfach mal 5. Ja, scrappen wir jetzt erstmal. So, was war da jetzt? Da haben wir das. Was? Ein Straßenlicht. Wir machen jetzt erstmal. Wir machen jetzt erstmal kurz leer. Einfach erstmal ein bisschen was raus. Ne, das brauchen wir. So, dass wir das einfach nur erstmal herstellen können. So, Spotlight nehme ich. Craften. Sonst können wir nichts mehr machen. Was war das eben? Ach, wegen Lampe, okay. Lampe haben wir aber auch noch. Das heißt, wir können auch mal gucken mit dem Straßenlicht, was das sein soll. Müssen wir da noch. Da haben wir noch Headlights. Ich wollte das schon sagen. So. Wir machen einfach mal 2, kann ja nicht schaden. Da Spotlight rein. Die brauchen wir auch. Pistole hoch. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, erstmal hier in dem Straßenlicht gucken, ob wir das hier oben irgendwie anbringen können. Okay, können wir das irgendwie. Dass es einigermaßen vernünftig aussieht. Ich werde sterben, wenn ich das tue. Okay, bauen wir dafür. Ich dachte, okay, dann machen wir mal. Entschuldigung. So. Jetzt haben wir erstmal das Haus beleuchtet. Und bei unserem Haus nicht reinlaufen. Na komm schon, setz. So, schauen wir mal, ob wir nicht hier. Okay, können wir auch gerade hier mal das Bike reparieren. So, ich weiß jetzt nicht, ob das Straßenlicht überhaupt irgendwas bringt. Aber wir können es einfach mal testen. Ich will nicht die Wand, ich will die Spikes.
Ja, die bringen hier was, aber die sind ganz schön anfällig. Also, muss man auch wieder oft reparieren und nachsetzen. Wie ist das denn, ein Kreisblatt? So, dann gucken wir mal, ob wir... Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das was bringt. Wir setzen uns einfach mal hin. Kann ja nicht schaden, aber was zum Geier ist das hier? Wir sind gespannt, oder ich zumindest. Ist das Dreck? Naja. Okay, irgendwas wird es gewesen sein. So. Apropos so. Nee, ich muss... Klappt das? Von da aus. So. Wie sieht's aus? Holz, 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 Holz brauchen wir auf jeden Fall noch. Brauchen wir noch Spikes und so weiter und so fort. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Holz hacken und ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.